Wir wollen jetzt mal untersuchen, was passiert, wenn wir auf einen Schuh eine rechteckige Fläche aufkleben. Hier oben auf dem Fußspann, dann funktioniert das ganz gut. Die hat die Maße 20 mal 80 mm. Und wenn ich die dann über die Kante drüber ziehe hier, dann wissen wir alle, da muss eine Verformung stattfinden. Und es ist zu untersuchen, wie wir diese Verformung hier abbilden können. Wir fangen dazu mit einem leeren Modell an. Und das erste, was ich mache, ist, ich wähle mein Objekt hier aus und sage, ich möchte dort drauf eine geodätische Linie erzeugen. Eine geodätische Linie, das ist quasi sowas, dass ich hier ein Stück Papier, ein Papierstreifen oder Heftpflaster draufklebe. Und dieses Objekt möchte ich gerne an dieser Stelle haben und diese Stelle hat die UV-Koordinaten 20, 48. Das habe ich vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert. Das fängt hier an. So, und von hier aus kann ich die geodätische Linie jetzt weiter fortsetzen, Abendgeodäsik, dann geht die hier rüber, dann eine weitere geht runter und dann wählen wir die aus und so von hier aus noch eine dritte anhängen. Dann haben wir vier Stück und wenn die Welt in Ordnung wäre, wenn wir in einer nicht gekrümmten Ebene uns befinden würden, dann kämen wir am Anfang wieder raus, aber hier merken wir schon, da ist ein kleiner Spalt von ungefähr 2 mm. Diese Hilfslinien hier sind, haben so Raster von 1 mm und gibt uns immer an, was ist die normale, was ist die senkrechte, also die binormale von der Kurve auf dieser Fläche. So, jetzt möchte ich dieses Objekt parametrisch machen, das heißt, ich sage jetzt, diese Kurve, die Länge dieser Kurve soll auch hier drüben die gleiche sein und die Länge haben wir hier drin. Und dann sagen wir, das ist jetzt von der ersten Kurve die Länge. Okay, testen wir das aus. Ich ändere jetzt hier die Länge und dann merken wir, da werden beide Kurven länger. Ich mache die mal jetzt auf 70 und dann haben wir ein längeres Band und wir merken auch schon jetzt in dem Fall, wenn das so breit ist, dann läuft es hier über diese Wölbung hier weg und unser Rechteck wird hier verzerrt. Das heißt, hier drin müssen wir das Leder ganz schön dehnen, wenn wir das so auflegen. Machen wir das andere noch. Diese Kante bestimmt die Breite 40, die hier unten soll dann die gleiche haben, also auch hier von der Geodäsik 1 brauchen wir ihre Länge und dann suchen wir den Streifen, setzen wir mal keine 40, sondern nur 20 mm lang. Und da sehen wir so ein 20 mal 70 mm Streifen, der lässt sich hier ordentlich aufkleben und der wird auch nicht verzerrt. Das heißt, dieser Umlauf kommt an der gleichen Stelle wieder zurück. Jetzt kann ich die Richtung mal noch ändern. Die Richtung, die hier angibt, ist bezogen auf die UV-ISO-Linien. Das heißt, es geht hier tangential los. Das ist natürlich nicht gerade auf dem Schuh, weil ja hier durch den Joint hier eine gewisse Verformung da ist. Und ich ändere mal die Richtung. Dann rutscht das irgendwann mal alles nach. Das war die falsche Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. So, und da merken wir, wenn ich den Flicken jetzt so aufsetze, dann passt es ungefähr zusammen. Was passiert, wenn ich diesen Flicken jetzt größer mache? Das heißt, ich würde jetzt die Länge mal von 70 auf 90 gehen lassen. Passt auch noch wunderbar. Und ich gehe in der Breite von 20 auf 40. Und siehe da, sobald ich eben hier drüber komme, über diese Wölbung dann zieht es mir das Leder hier auseinander. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es wird hier gedehnt oder eben ich ziehe das zusammen, dann führt das dazu, dass hier hinten eine Stauchung stattfindet. So, wie mache ich das mit den geodätischen Linien? Ich habe hier zwei Befehle. Erzeuge eine geodätische Linie und das zweite, hänge eine geodätische Linie an eine bestehende an. Und beim Anhängen gilt die Regel, dass der Anhang hier standardmäßig auf 90 Grad angedockt wird. Das ist dieser Parameter Direction Rib hier. Also wie stehen die Rippen auf dem Backbone?
Und ich habe hier immer 90 Grad. Das wäre jetzt einfach die Geschichte, wenn ich sage, ich benutze rechteckige Patches, die ich auf meinen Schuh draufsetze. So, das war's.